So, willkommen auf Pompom Blog und wir spielen heute wieder The Forest und Licht ist ausgegangen. Alter, ich habe hier draußen gerade irgendwen rumlaufen hören. Ach, ist nur ein Hase. Ja, ich wollte ja eigentlich schlafen, aber das scheint ja nicht zu gehen. Ah, Gott sei Dank. Puh. Es ist ein wunderschöner Morgen. Die Vögel zwitschern und Hasen werden geschlagen. Ja. Es tut mir schon leid für den Hasen, ne? So, jetzt erst was trinken. Hoppala. Trink. Alter, trink doch. Der verschluckt sich irgendwie jedes Mal. Naja. Gut. Ich würde sagen, wir sammeln ein paar Baumstämme. Da hört man wieder das energische Mausgeklicke. Ich glaube, ich sollte mir eine neue Maus zulegen. Timber. Dass diese Scheißbäume immer in genau die Richtung fallen, in der es unpassend ist. Ach nö. Sambadas Ureinwohner. Der Hase geht auch schon ab. Hey, die kommen ja näher. Verpisst euch! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh mein Gott. Gott, die Alte ist hier total krank. Was habe ich jetzt getan? Ah, mach zur Tür. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Warum ist er mit dem Schlag so verzögert? Weakspear. Alter, 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 alter. Es kann doch nicht dein Ernst sein hier. Ach du Scheiße. Kloppt die sich gegenseitig? Oh. Oh, jetzt sieht er mich. Och nö, nicht durch mein Trinkwasser. Jetzt hau ab. Ich piek dich. Ah, war nur Spaß, war nur Spaß, war nur Spaß. Okay. Was schaust du mich so an, ey? Trottel. Scheiße. Okay. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Heute sind wir aber wieder ernst, ne? So, der verreckt schon fast.
Oh Gott. Ah. Was? Tür zu. Oh Gott. Alter. Ich bin. Also, ich weiß gerade nicht, was hier. Oh Gott, okay. Das ist. Und. Ich werde durch die Wand geschlagen. Was soll das? Ich habe so Angst, ich traue mich kein Stück mehr raus. Was ist das die ganze Zeit mit dem Baum hier? Der repariert das wieder irgendwie, keine Ahnung. Ich frage mich halt nur mit was, wir haben halt wirklich. Oh. Hallo? Alter, ich trau mich gar nicht gescheit raus. Ich geh mal wieder in mein Haus rein. Bomb timed. Konnte man die Axt so nicht irgendwie stärker machen mit so Zähnen? Egal. Ja gut, ne? Was machen wir jetzt? So, jetzt haben wir eine gute Rüstung. Okay, warte. Ups, so, ich würde sagen, wir gehen kämpfen. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ja, das hätte besser funktionieren können, wenn er gescheit geschlagen hätte. Warum ist er denn so behindert? Oh, scheiße. Der hat gerade nicht gescheit geschlagen. Aber es wäre jetzt genau jetzt halt richtig gewesen. Toll. Na, super. Oh. Gut. Es geht raus. Okay, ich würde sagen, wenn wir jetzt hier schon im Lager von diesen Urhansis sind, dann können wir auch ein bisschen was mitgehen lassen.
Ich wünschte nur, wir hätten das ein bisschen besser hinbekommen. Jetzt schlägt er wieder gescheit, aber vorhin hat er ja gar nicht gescheit geschlagen. So, die Seile sind ganz wichtig. Weil die finde ich ja sonst nirgendwo. So, ich würde sagen, jetzt geht's wieder heim. Das war jetzt natürlich etwas. Naja. Unvorteilhaft. Oh, Scheiße. Ja, okay. So, wir finden hier einiges Zeug, fällt mir gerade auf. Und Pilze? Ja, kann man essen. Endlich mal was in The Forest, was mich nicht umbringt. Das gefällt mir gerade gar nicht. Das sind übrigens 20.000 Ureinwohner. Das ist eine Pflanze. Aber leider kann ich die nicht pflücken oder ähnliches. Alter! Nö, 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 nö. Bitte lass mich in Ruhe. Ja, okay, ich glaube, wir müssen eine kleine Pause jetzt hier machen. Oh, Survival Book. Gut, okay, was haben wir hier? Take. Klatsch mal drauf. Okay, perfekt. Da können wir jetzt schnell was essen und dann sofort wieder weitergehen. Oh, ich will hier gar nicht so lange sein. Besonders, wir finden jetzt echt gutes Zeug. Also, verhältnismäßig gut. Will ich das verlieren? Oh nein. Oh, diese Drecksureinwohner. Perfekt. Meine Lebensanzeige macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Die können auch ein bisschen voller sein. Ich glaube, mit Expeditionen ist es jetzt vorerst vorbei. Warum fliegen hier Koffer rum? Gut, wenigstens sind wir jetzt wieder. Ach, das sind die Sitze vom Flugzeug. Wenigstens sind wir jetzt wieder am Flugzeug. Eine Uhr und. Oh. Anderes Zeug. So, und ich möchte jetzt eigentlich schnellstmöglich in unser trautes Heim, wenn das möglich ist. Gut. Ich speichere schnell.
Gut. Was können wir machen? So, wir können das hier erstmal abreißen. Das will keiner hier sehen. So gut, dass hier ein paar Koffer rumliegen. Oh, da liegt ein Ureinwohner. So, ich würde sagen, wir kloppen noch einen Baum und. So. Dann haben wir jetzt ein bisschen Baumstämme. Die werden wir wahrscheinlich so oder so mal irgendwann wieder brauchen. Und da fliegt alles rum hier. So, hier so ein Nachtlager. Ich glaube, das ist von den anderen Überlebenden, falls es überhaupt mal welche gab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand gerne Urlaub macht. Ach ja, das Haus, das ist, schwebt ein bisschen. Okay. Hier sind Zelte. Und hier flackt nur ein Ureinwohner. Und ein paar Lurche wären gut. Da hätten wir wieder eine Panzerung. Aber. Ah, da ist ja einer. Bleib da, Lurch. Hier sind irgendwie weniger Lurch, als ich gehofft hatte. Nun gut. Ach so, ja genau, wir haben ja diese Pflanzen gefunden. Vielleicht können wir daraus jetzt wenigstens was Gescheites mal machen. Zuvor mache ich noch die Koffer auf. Ach nö. Zu. Bin ich hier sicher? Na, ich glaube ja nicht, aber mei. Combine Energy Mix. Medizin crafted, okay. Die Frage ist, was muss ich dazu tun, dass es Medizin wird? Diese Pflanze und. Ne, diese nicht. Steht vielleicht irgendwas im Survival Book drin? Hm, toll. Eigene Notizen gibt es jetzt auch, okay. Ich glaube, da fehlen uns noch ein bisschen mehr Pflanzen. Aber die suche ich erst in der nächsten Folge. Wenn nicht so komische Geräusche da sind. Hilfe. So, ja, das war's mit der Forest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge.